Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Ich bin Vicky. Das weiß keiner. Wusste noch nie einer, Vicky. So, sag mal, aber das andere Hallo ist mein Bruder Jens. Und der steckt auch hinter der Idee für diese Folge, die mich sehr überrascht hat. Und zwar erreichte mich, bevor mein Bruder nach Deutschland zu Besuch kam, ein Paket. Und er sagte, du kannst schon reingucken, aber probieren werden wir das zusammen. Und da drin waren Crunchy Critters. Also, anders gesagt, Insekten. Und wir werden jetzt drei Rezepte ausprobieren. Das werden wir in kleinen Einzelepisoden veröffentlichen. Wenn ihr schwache Nerven habt und das irgendwie nicht vertragen könnt oder da Ekel, übersteigerten Ekel habt, so wie ich, könnt ihr an dieser Stelle ausschalten. Ja, essen könnt ihr es ja nicht. Das probieren nachher Jens und ich. Aber wie gesagt, manche Leute sind so empfindlich, dass sie da auch dann das nicht gut anhören können. Das sei jetzt als Triggerwarnung mal vorne weggeschickt. Aber wir ziehen das durch, ne Jens? Wir ziehen das durch. Und als erstes machen wir Trüffel. Genau. Aus Ameisen. Ich habe im Internet gesucht. Teilweise sind die auf der Website, wo man auch die Insekten bestellen kann. Und das erste Rezept hat wirklich recht, sind Schokoladentrüffel. Im Grunde nur, dass dann die Ameisen dazu kommen. Ich hole mal gerade kochendes Wasser. Und Trüffel sind, einige von euch werden es wissen, bestehen aus einer Ganache, was wiederum eine Schokolade ist, die man mit Sahne und manchmal auch mit Butter vermengt. Wir nehmen diesmal nur Sahne und werden die Zutaten abwiegen. Darf ich ein kleines Stückchen von der Schokolade naschen? Vicky, du wolltest beim Kochen helfen und hier keine Störfeuer senden. Ha? Ich weiß. Also, lass uns hier erstmal in Ruhe das zubereiten. Jens sagt die Zutaten. Also 150 Gramm dunkle Schokolade. Also die Hälfte. Wie viel ist in so einer Edelschokolade? Also 100 Gramm, also 75 Gramm. Das heißt, warte mal, wenn das 1, 2, 3, 4, 5 sind, lassen wir mal einen Riegel weg, dann sind es 80 Gramm. Aber das muss so ein Rezept aushalten. Dann müssen wir auch nichts abwiegen. So, in den... Ich habe jetzt eine Schüssel mit heißem Wasser gefüllt und eine kleinere oder eine Schüssel mit gleichem Umfang, aber geringerer Höhe reingestellt. So, guck, und da ist dann das Stück Schokolade für dich. Ist aber Bitterschokolade, ne? Weiß ich nicht, ob das dein Ding ist. Ich probiere erstmal ein kleines Stückchen. Und wie das so ist bei Pralinen und Schokoladenrezepten, man kann natürlich da die billigste Schokolade im Angebot holen, aber das wirkt sich dann auch auf den Geschmack aus, weil bei den billigen Schokoladen ist erstmal nicht so guter Kakao drin und dann sind auch sonst die Zutaten sind da nicht so geil. Die ist lecker. Und ich habe jetzt hier eine von einem bekannten Schweizer, ist es glaube ich Hersteller. Wenn wir hier schon Pralines machen und die Trüffel kommen glaube ich ursprünglich sogar aus der Schweiz, berichtigt mich da gerne, wenn das nicht stimmt. Und ihr seht, jetzt schmelzt das schon. Ja. So. Die schmeckt gut. Ich habe nämlich schon mal bitterere Schokolade gegessen. Das ist also ein sehr einfaches Rezept. Sowas in der Art habe ich auch schon gemacht. Wie viel Sahne kommt rein, Jens? Vicky, 150 Milliliter. Also wieder 75 Gramm. Also man kann sagen 1:1. Wir reduzieren hier das Rezept gerade, damit, wenn es nicht so geil ist, wir nicht so viel davon wegtun müssen oder der Ekel dann doch so groß ist. Wir lösen aber erst die Schokolade auf. Ich hole mal was zum Rühren. Schneebesen, hast du mich mal durch? Darf ich rühren? Ja, du musst aber sehr gut aufpassen, dass da von außen kein Wasser reinschockt. Es müsste eigentlich gehen mit der Schüssel, also aber halt es ein bisschen fest am Rand. Also was natürlich mit Schokolade in der Hand dann auch wieder ein bisschen... Gib mal dir deine Schokolade, Vicky. So. So. Also, ja, ich habe gesagt, hab's ja schon gesagt, das ist ein sehr einfaches Rezept. Und wie gesagt, man kann das auch ohne Ameisen machen. Papa, Jens hat meine Schokolade aufgegessen.
heul doch, heul. Jetzt hast du gegen den Tischball gedreht. Das ist nicht dein Tag heute. Und ich habe eben die Schachtel mit den Ameisen schon aufgemacht und wir haben schon mal dran gerochen zumindest. Und sie riechen also ein bisschen nach getrockneten Früchten. Also, für euch beiden nach Rosinen für mich. Hast du denn dran geschnuppert? Ja, ich rieche das bis da hinten hin. Also vielleicht auch ein leichter ein Waldpilzgeruch. Ja, ja. Also so Getrockenfrüchte, Waldpilz. Also finde ich erstmal nicht schlecht. Also naturduftig ist das. Naturduftig, genau. Leider sind die, weil die in so einer kleinen Dose waren, alle auch entsprechend kaputt gebrochen. Sodass wir, ich wollte eigentlich zum Dekorieren eine obendrauf machen auf die Praline. Eine heile. Mal gucken. Ich werde gleich nochmal, wenn das abkühlt, noch ein bisschen auf die Suche gehen. Genau, jetzt ist es aufgelöst und du tust die Sahne rein. Und ich tue etwas Vanilleextrakt rein. Muss jetzt rühren. Und wir brauchen noch half cup of cocoa powder. Einen halben Cup. Das habe ich hier auch schon. Halbe, also ein Cup ist, glaube ich, um die 235 Gramm. Also, wenn wir jetzt nochmal 100 Gramm oder so abbiegen und dann gucken, wie es sich verhält, dann sollten wir eigentlich auf einem guten Weg sein. Jetzt wird es wieder ein bisschen härter. Oder warte mal, ich weiß gar nicht, ob die Waage hier vielleicht sogar diese Unzen auf jeden Fall. Aber Cups, glaube ich, sind ein Volumenmaß, ne? Ja, ja. Das kriegen wir nicht hin. Darf ich denn am Ende den Löffel ablecken? Aber sicher doch. Aber erst, wenn die Ameisen drin sind. Nein! So, Gramm. Gut, dann machen wir es halt. Ich nehme den Löffel doch nicht. Ja, ich denke mal, von der Form ist das wohl also auch hier ein Cup. Oder fast ein Cup. Ja, ja, wenn es diese amerikanischen Cups sind, die sind wesentlich größer als so die Standardtasse. Ja, ja. Ja, ich würde jetzt auch nicht zu viel reintun, weil der ohne ungesüßt ist das ja auch sehr bitter. Ja. Es geht dann wohl eher um die Bindungseigenschaften hier. Mal gucken. Jetzt musst du gründlich rühren aus. So, die Sahne kann schon wieder weg. Und den Kakao behalten wir noch hier, falls wir nochmal nachschießen müssen. Das glaube ich nicht. Nee, das sieht schon sehr zäh aus. Und es kommt auch gleich in den Kühlschrank. Guck, wenn du den Löffel so ein bisschen flach hältst und dann hier so gegen die Schüssel drückst, dann lösen sich auch die Klümpchen auf. So, Waage brauchen wir bestimmt gleich nochmal. So. Jetzt können wir es, glaube ich, warte mal, ich hole mal ein Tuch. So. Das sieht schon so aus, als wäre das Erde mit klein gehackten Ameisen und Wasser ein bisschen. Ich hoffe, es ist kein Wasser drin, weil dann wird die Schokolade grisselig und ist nicht mehr schön zu essen. Aber da liegt doch Wasser drin, ein ganz kleines bisschen. Nee. Also, es ist kein Wasser reingekommen. Kein Wasser reingekommen. Aber es ist feucht, ist es doch. Ja, aber nicht alles, was feucht aussieht, ist Wasser. Das ist geschmolzenes Fetthase. So. Jens, du isst mir nie wieder die Schokolade. Das war jetzt auch nur eine pädagogische Maßnahme, dass du dich hier auf die Arbeit konzentrierst. Sehr radikal, aber hat ja auch funktioniert. Nur wenn du was Leckeres hast, esse ich dir das auch auf. So, und jetzt kommt der spannende Augenblick. Ich habe die Hälfte ungefähr abgemessen. Also 3 Gramm kriege ich jetzt nicht so gut mit der Küchenwaage abgemessen. Willst du vorher noch eine in real life probieren? Was, sicher doch. Ich glaube, ich möchte das auch bei allen Critters, die wir jetzt probieren. Sauer? Oder Ameisensäure? Also der Geschmack wird als säuerlich beschrieben, aber ich probiere jetzt einmal selber. Also man schmeckt so ein ganz klein wenig den Geruch raus. Mhm. Er ist knusprig. Hauptsächlich Crunch, ne? Ja.
Aber sonst so? Sonst so, ja. Ein bisschen säuerlich kommt jetzt nach. Ist ja auch Ameisensäure drin. So, rinn damit. Ja, cool bleiben, Vicky. Dann muss man aufpassen, dass man diese kleinen Beinchen und Fühlerchen nicht in den falschen Hals bekommt. So. Das sieht ja schon sehr gut aus. Ich denke, so können wir das auch gelten lassen. Ja. Dann decke ich das jetzt mal mit Klarsichtfolie ab. Und dann geht es erstmal eine Weile im Kühlschrank, oder? Kannst du bestätigen? 2 to 3 hours to cool. 2 bis 3 Stunden zum Kühlen. Was? 2 bis 3? Ja. Ja, wir machen ja jetzt andere Rezepte zwischendurch, die wir dann in der Folge senden. Und in der Zeit kann das hier schön abkühlen. Oh gut, ich dachte schon... Löffel ablecken? Ich dachte schon, wir... Ja, kannst du ein bisschen abkratzen noch? Weiß ich nicht. Eigentlich schon ganz gut an der Masse selbst abgestriffen. Ja. Kopf, Löffel ablecken. Noch nicht. Mir wird schon schlecht. Echt? Du, wenn, bevor du hier hinbrichst, ne, geh lieber in, weg, oder was? Ja, wenn Ibi so weiter ärgert mit dem Schokolade aufessen und dem Löffel ablecken. Erzähl doch mal kurz, wie du auf die Idee überhaupt gekommen bist. Ja, wie alle dummen Ideen. Man sieht das irgendwo im Internet und dann denkt man sich, das probiere ich mal, ne? Ich hatte also schon vor Ewigkeiten mal von dieser Webseite was gehört, die also irgendwie Insekten als Lebensmittel oder als Lebensmittelzusatz oder als Snack. Oder als Snack irgendwie verkaufen wollen. Hatte mich damit aber noch nicht so dafür interessiert, das mal auszuprobieren. Und dann irgendwie hat auf irgendeinem anderen Grund, ich glaube, irgendeine Kollegin hatte auch im Internet gepostet, wie sie irgendwie, die hatte also Arachnophobie, also Spinnenangst, wie die irgendwie Kurs gemacht hat. Ja. Und da gab es also Spinnen und da hatte ich irgendwie, bin ich dann wieder auf diese Webseite gekommen und habe mir gedacht, jetzt probiere ich das mal, ne? Ja, man muss ja dazu sagen, wir verraten jetzt noch nicht alle Rezepte, die wir probieren werden, aber in der Schachtel waren durchaus ja auch sehr, sehr interessante Sachen. Interessante Sachen, wo ich auch dann gedacht habe, Und wir machen nur 3 Rezepte. Wir machen nur 3, obwohl in der Schachtel irgendwie noch 3, 4 mehr Sachen drin sind. Echt? Auch in. Ja, ja, dieses ist ja getrocknet. Das sind die meisten Sachen. Und wir werden aber auch. Also in der Dose waren auch 2 Sachen sozusagen eingelegt in irgendeiner Lake. Salzlake, ja, ja. Salzlake. Und das waren halt diese richtig fetten Holzmaden. Und dann sogar eine Vogelspinne. Da habe ich auch gesagt, nee, so. Da muss ich mich erstmal irgendwie mental noch eine Weile drauf einstellen. Und da es ja in der Konserve ist, wird es sich ja auch noch ein bisschen halten. Ja, ja. So, dann machen wir jetzt hier eine kleine Pause, denn ihr habt ja eben gehört, 3 Stunden. 3 Stunden dauert das. Übrigens verlinke ich, glaube ich, einfach mal zu diesem Rezept, weil wir das Rezept von der Seite haben, wo Jens auch die Insekten her hat. Wundert euch nicht, ich wandle das immer etwas ab. Und in dem Fall hier steht zum Beispiel, dass man die Sahne schlagen muss. Und das ist aber Quatsch, weil das durch die Wärme sowieso wieder zusammenfällt. Ich glaube, das wird nur minimal lockerer, wenn da jetzt die Sahne geschlagen untergerührt wird. So, dann machen wir jetzt eine Pause und melden uns nochmal, wenn wir nachher die Pralinen fertig machen. Musik! Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Nee, ich mach einfach einen stumpfen Schnitt immer. So, da sind wir jetzt beim 2. Teil von unseren Trüffeln. Ich habe jetzt hier wieder im Wasserbad weiße Schokolade geschmolzen. So, die darf nicht zu warm sein. Bin gespannt, ob wir die nachher bei der finalen Schicht, du kannst das gerne rühren, so ein bisschen, dann hole ich die Masse mal. Ja, komm.
ob wir da diesen speziellen Trüffeleffekt hinbekommen. Man kann ja die Trüffel entweder mit Kakaopulver bestäuben oder eben dann mit Schokoladenglasur. Und da darf sie eben nicht ganz heiß sein, damit diese kleinen Bubbel da entstehen. Aber in die kommt keine Sahne, ne? Nee, das soll ja fest werden. Das wird ja die Schale von den Trüffeln. Sonst kenne ich auch noch einen Trick, wie man das Ganze künstlich herbeiführen kann. So, aber wir versuchen es erstmal mit reinem Handwerk. So. Ja, das könnte doch klappen. So, zwei Löffel zum Formen. Ein bisschen Platz machen. Wir haben jetzt natürlich eine riesen Baustelle hier auf dem Tisch. Aber bringen wir das hier mal schon weg. So, und die Masse. Und die Silikonmatte. Weiter. Nee. Bitte? Da leuchtet was, ja. Was? Wo? Wo leuchtet was? Kein Problem. Keine Sache, kein Problem. So, hier ist jetzt natürlich ein bisschen Fett ausgeflocht. Nee, jetzt nicht, Vicky. Wir machen jetzt erstmal Trüffel. Ja. Und was übrig bleibt, kannst du nachher ratzifatzi auffuttern. Okay? Ja. Das sieht ja schon spannend aus. Ich versuche jetzt mal, das zu portionieren. Und jemand, der sich die Hände gewaschen hat, könnte daraus kleine Kügelchen formen. Ja, Vicky, wasch dir mal schnell die Hände. Dann machst du so Kügelchen daraus. Es muss aber rucki-zucki gehen, sonst wird die wieder weich und dann hast du nachher die Hände voll mit Brei. Das ist jetzt doch sehr fest. Mal sehen. Was so ein bisschen Handwärme dann aus. Ja, ja. Den dahin. Ist ja da noch genug Platz. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Ja, ne. So. Als ich mein kleines Köpfchen angeschaltet habe. Na guck, ist ja noch Hoffnung für dich. Es gibt noch Hoffnung. Oh Gott, sie hat tatsächlich was in ihrem Kopf. Außer Pferdchen und Fernsehen. Und lustigen Murmeln bunten. Mit Glitter. Ja, mit Glitter. Glitter ist immer das Richtige. Glitter ist überall drin. Der hier ist groß geworden. Aber die Größe ist eigentlich egal, oder? Nein, naja, für wenn man jetzt mehrere auftischen möchte, ist es schöner, wenn sie alle gleich groß sind. Aber für jetzt für Essen. Da das hier jetzt nicht mehr gebacken werden muss oder so, ist das ziemlich egal. So, jetzt habe ich hier ein Styroporstück.
und probiere mal aus, ob ich die einigermaßen unfallfrei. Dich jetzt eine Ameise gebissen da, oder was? Irgendwas hat mich da gepiekt. War vielleicht ein kleines Beinchen noch. So. Da ist ein bisschen wenig Schokolade drin in der Schüssel. So. So, jetzt gehe ich mir nochmal die Hände waschen. Mach mal so. So, dann könntest du aber runterfallen. Ja und? Wir können auch erst bedecken und dann pieksen. Stimmt, dann kann ich dir da so ein paar reinwerfen. Ja. Von der, der gut, der erste muss ja auch nicht schön werden. Ja. Im Prinzip her funktioniert das aber. Ich glaube, ich rolle die auch noch mal ein bisschen nach. Vielleicht kriegen wir die noch ein bisschen runder. Vicky hat sich ja jetzt beeilt auch. So. Nimm mal die gleich weg, bevor die jetzt in dieser Schokolade noch schmelzen. Mhm. Helf mal ein bisschen mit hier. Mhm. Ja, nicht so viel. Ja, guck. So, und raus. Gut, rund ist was anderes. Aber es ist jetzt auch rein experimentell. Tatsächlich, wenn man die so zwischen den Händen rollt, merkt man so die kleinen Ameisen da drin, die Bröckchen. Nicht, dass sie sich berühren jetzt. Bisschen was. Ach, jetzt hatte ich den. So. So geht's. Jetzt müssen wir vielleicht noch eine Schicht drauf machen nachher. Du achtest aber schon drauf, dass überall Schokolade drüber ist, ne? Hier ist eine ganze Ecke. Du, ich glaube, das löst sich auch schon wieder ein bisschen, wenn man die so lässt. Ja, die Schokolade ist auch nicht mehr weiß. Naja, würde man sagen, den hier reservieren wir gleich für das Foto. Fest hier. So. Geschicklichkeitstest. Ja, in der Mitte ist das Styropor dünner, ne? Ja. Und schmeckt schon? War die Schokolade schon. Ja, guck, der löst sich also jetzt auf. Ja, ich glaube, mit der Gabel, das ist auch nicht so. Hier ist übrigens eine Pralinengabel, die wirkt da nicht so prächtig drauf ein, aber jetzt ist, glaube ich... Ich glaube, der ist auch so ein bisschen... Den musst du gleich in den Mund stecken. Ja, nee. Ich will also zumindest, dass die Schokolade so ein bisschen gedingst wird. Getrocknet. So. So, die feine Pralinenkunst, das machen wir dann mal in einer anderen Sendung. Ja. Ja. Vor allem, wenn wir auch ein bisschen mehr Übung haben dann. Ja, stimmt. So. Crunchy Kürtis. Ja, legst lieber in die Schokolade, sonst brichst du durch, oder? Gut. So. Hast du. Ups. Ist da wieder dünnes Styropor? Nee, das hat sich alles gerade so gewackelt. Ach so. Dann rüttel doch nicht so. Ja, sagst du jetzt. Ich gebe mir mal die Hände waschen. Ja. Mach das. Papi! 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 Ich kann noch unten festhalten. Ja. So. Noch ist es nicht ganz durch. Nicht so weit. Nicht so viel rumhandeln jetzt. Kichern. So, gib mal noch, glaube ein oder zwei kann man noch hiermit machen. Machen wir auch die ganzen Krümel da noch zusammen. Teilweise sehen die ja monströser aus, als dass das drin ist.
Ja, das ist jetzt die Schokolade hat sich abgefärbt. Ja, ja, das ist jetzt schon keine weiße Schokolade mehr. Sonst, wir suchen gleich für das Foto die schön aus. Für den Geschmack macht es ja keinen großen Unterschied. Nee, nee. Und sonst werden wir sie nochmal irgendwie gucken. Jetzt ist also auch die Schokolade so kalt, dass so warm. Nee, die weiße. Ach so, die weiße, okay. Die klebt jetzt wie Hulle, ja. Guck, die pflückt die schon so auseinander. Ja, das ist dann Probiermasse. Oh! Ja, gut. Ich mache hier jetzt die Krümelchen weg. Gut. Hup, da kommt ein bisschen Brei. Yay, Trüffelbrei. Nee, also die sehen auch so ein bisschen wild aus. Das ist auch so ein bisschen wild. Im Grunde ist das genau der Effekt, den Trüffel haben sollen. Dass die so abstehen, die kleinen Antennen. Ach so. Aber das macht man vielleicht dann mit stärker. Also dann würde man diese Kugelnform vielleicht nochmal ein zweites Mal in die Kühlung geben. Ja, ja. Dass die sich nicht gleich auflösen. Da waren wir jetzt in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit vielleicht auch einfach ein bisschen zu schnell unterwegs. Das wird jetzt einfach Brei. Trüffelbrei. Zum Probieren. Kostprobe. So, ich versuche da jetzt mal eine kleine Ameise draufzusetzen, auf den schönsten. Ich glaube, ich habe eine ganze gefunden. Hast du irgendwie eine Pinzette oder so? Ja, ich bin gerade schon dabei. Warte, ich weiß wo, ich hole eine. Ja, Vicky, die muss doch erst Lebensmittel sauber sein. Hab eine. Hier. Ja, so eine nicht. Okay. Da ist es schon. Die Pinkzette. Pinkzette. Ja, ich glaube, mit Beinchen. Muss man nicht rechnen. Nee, nicht so viel machen. Ich würde ihn jetzt so lassen. Ich wollte ihn auf diesen kleinen Huppel setzen. So, ja, gut. Oder sollen wir noch ein paar mehr? Komm. Nee, tu mal einen noch auf den da drauf. Ja, der ist schon fast trocken. Den? Ja. Da ist die Inkubatüre schon hart. Ja, gut. Der könnte vielleicht. Der auch. Der ist auch schon trocken. Ja, der hier ist schon trocken. Nicht dran rumfingern. So, ja, dann jetzt probieren. Ich nicht. Ja, Foto. 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 Ja, das mache ich nachher nochmal extra. Ach so. Mit dem. Ach so. Also, was? Probieren. So, ich probiere den hier. Ich probiere den hier. Cheers. Sehr schokoladig. Ja, ich muss sagen, also man hat also das leichte Knuspern so drin. Mhm. Ja, aber sonst nicht so viel, ne? Geschmack. Nehme ich mal einen Nachgeschmack oder so, ne? Ist jetzt wie Crisp-Schokolade. Ja. Jetzt kommt gerade so auf der Zunge ein bisschen von der Säure. Vertraue niemals Rezepten aus dem Internet. Der neueste Hit. Gut. Ja, wenn man so eine einzelne so zerbeißt, dann hat man so das leichte Saure da drin. Mhm. Ne? Aber dieses Fruchtige, dieses Trockenfruchtartige, schade, das ist jetzt in der Schokolade irgendwie untergegangen. Naja, gut. Vielleicht habt ihr noch Ideen, wie man das Rezept verbessern kann. Und sonst sage ich viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.